Shalom aleichem, tayere tzukukers, doret Reb Neue. Und da redet Gustavo, seid mal grüßt auf ein neues Video. Man wird weiter lernen, den Bäumen von Leben von Chava Rosenfarben. Schöne paar Wochen, was wir haben nicht gelernt, ist es freut uns sehr zu lernen weiter der Bäume von Leben von Chava Rosenfarben. Das ist also einfach ein dick Buch, ja. Ja, danke. Und wir halten bei Kapitel 4 auf Seite, was ist das? 181. Gut. Genau. Du wirst anheben lernen? Mit Vergnügen. Und hört man mich gut? Ja, Ja? sehr, ja, du Ja. hörst mich sehr gut. Ja, ich höre dich ganz gut. Ist mir kein Gut. Anheben. Kapitel 4. Dr. Michael Levin, Städtischer Spital in Lodz, dem April 1931. Teuerste Mira, ich hab dir erst nächten herausgeschickt einen Brief durch Luftpost. Und wie du siehst, schreibe ich dir heint wieder. Die Luftpostbrief seien nicht kein Linien von mir. Ich habe meure Anzuhören eine lange Frage, weil eider ich sie schreibe sich, stellt sich vor mir das Gespenst von Wog und warnt mich, als ich soll zählen werde. Als nicht, werde ich müssen zählen Geld. Euch Postmarkes, meine ich, und da habe ich dir so viel zu schreiben. Du lachst Was ist dabei. Gespenst? Das Gespenst, Gespenst. a Ruach, a, ja, a Ein Ruach Geist, von ja. Vog? Ja, Ist a Geist, was schwebt da rum, ja, a Gespenst. der selbst? Nur, das heißt, dass er redet wegen dem, was er darf erzählen, als Sache. Ja? Es ist da eine Sache, was zu erzählen. Er wird aber zählen, die Wörter. Ja? Genau. Schreiben weniger oder Nein, zu nein, Sache. er hatte geschrieben zuerst den Brief durch Luftpost, aber Ja. wollte er so viel geschrieben, Ja. wie er darf, durch Wie er wohl Luftpost, gedacht, wollte es ja. gekostet zu Am viel Geld. Majante, ja. Ja, aber ja, ein Gespenst ist ein Phantom, ja, ein Ruach, ein Ja. Geist. Ja. Ja. Oh. Was? Ja, ist okay, gut. Was ist? Nun, das heißt, dass er hat früher geschrieben. Ich habe einen rausgeschickten Brief durch Luftpost und wie du siehst, schreibe ich dir heute wieder. Das schickt er nicht, was wir lernen. Von dem, was ich habe verstanden, das schickt er aber nicht durch Luftpost, Nicht durch durch normalen Luft. Post. Okay. Ja. Du lachst, Awade. Ein ganzer Schreiber geworden, dein Michael. Amol ist bei mir unschreiben ein paar Wörter gewesen, die größte Es ist Abkommen nicht ist von Hein. Michal, ja? Michal. Michael, Michal ja. Levin. Ja, Mit danke. der Passach Alef. Du lachst, Awade. Ein ganzer Schreiber geworden, dein Michael. Amol ist bei mir unschreiben ein paar Wörter gewesen, die größte Abkommen ist und Hein, wie viel ich schreibe, habe ich wenig. Leut mein Cheschben, habe ich dir dem heute schon herausgeschickt sechs Brief und der wird sein der siebte. Und dabei bemerke ich dir, als der heute hat sich noch nicht verendigt und du merkst, der Warten, übersäu, zu hören von mir noch etwas vor dem 1. Mai. Ich habe die vollste Anerkennung vor dein Taktik. Zu entfernen mir auf ein paar Brief zusammen. Erstens spart es dir ein Geld auf Postmarkes. Zweitens verlierst du nicht kein Zeit auf unproduktive Tätigkeiten. Aber was soll ich tun, Mirle meine? Als wie noch, ich setz mich auf weg bei dem Tisch und habe mir nur Zeit, der sehe ich dich gleich vor die Augen. Meine Hand hebt um zu suchen am Bleier und ich schreibe. Eu Liebe ist eine geistige Krankheit, seien das meine Symptome. Ja, das ist Reit, ein ja. Liebesbrief. Ja, Das ist mein Eu Liebe ist eine Liebesbrief geistige Krankheit, seien das das ist meine ein Symptome. Liebesbrief von einem Doktor in einem Spital. Ja.
Er schickt das von Spital. Ja, städtischer Spital in Lodz. Ja. Ja, oib, ja, oib Liebe ist eine geistige Krankheit, seien das meine Symptome. Okay. Reid, reid, reid. Was können Sie mir helfen? Ich darf, du sollst da sein. Bei mir, mit mir, arum mir. Ich darf, als Reid, sollen werden an Iberigkeit. Und da hab ich nicht mehr wie sie. Weh, was es ist geworden von unserer Liebe. 10 Chadoshim nicht mehr und eine papierene Liebe geworden. Sie sorgt sich also eine papierene, eine platonische. Und da reißt sich zu dir jeder Kämmerl von meinem Leib, jeder Klapp von meinem Herz. Du bist neugierig. Schreibst du mir in dein sachlichen Ton, zieh, ich bin dir noch als getreu. Wenn du wolltest da gewesen, neben mir wollte ich dir vor dir dosiger Frage gegeben, ein paar Entfers in dein Doktorske. Weißt schon was, Sarai? Du kannst nicht mit dein rationellen, kalten Kopf verstehen, wie ein solcher Mann kann er so lang bleiben, physisch getreut zur Freude, was er hat nicht neben sich. Äfscher hebst du uns Zweifeln in meine Männlichkeit? Du machst dich großmutig und sagst, als du wollst mir vergeben, wenn ich drehst mich derweil mit Wehmen von die Krankenschwestern. Ich bin nicht sicher, zieh es wollt dir so geschmeckt. Jedenfalls wollte ich dir, liebe Doktorsche, meine, gestellt zwei vor dein Kenntnis von sich allein. Schön abgerät von mir, weil in der Praktik kann er freue Sachver geben und Meuchel sein. Aber sie ist nicht Meuchel und vergibt keinmal nicht, wenn das Weib in ihr wird beleidigt. Ich glaube nicht, dass du sollst sein anders und deine großmutige Rede stammen bloß von deinem Masel, nicht zu haben erfahren, auf eigener Haut eine Seiberlebung. Ob es handelt sich in mir, gehöre ich zu den meinen Männern, was so lang wie sie haben lieb, ist nicht voran, weil sie kein Problem von brechen Getreuschaft. Versteh, moit eine, als wie lang ich hab dich und dein Bild vor meine Augen, bin ich immunisiert gegen alle anderen Freuden in der Welt. Punkt, wie du wolltest, gewesen die einzige von deinem Geschlecht, was dreht sich herum auf Gottes Erd. Ich weiß schon von voraus, als du wirst dich verschäppen und dem Wort wie lang. Deruf kann ich dich trösten mit der Wort von dich Achomim. Als Zerscheidung verlässt kleine Leidenschaften, aber die Größe zerflammt sie noch mehr. Ja, interessant. Das ist interessant. Wohlgemeint, aber sie sind zwei Doktoren. Ja, es klingt sich ein bisschen, wie sagt man, corny. Ja, aber sie sind Doktoren. Ja, und er redet er drückt euch seine Liebschaft in mit dem Bohren von Doktoren. Ja, ja, man redet wegen Geschlecht, man redet wegen Symptomen, Krankheiten, yeah, wegen physischer Getreuschaft. Yeah. Aber ich meine, es ist witzlach, es ist ein bisschen auf Katowice, es ist ernst, versteht sich, und es ist ein ernster Brief. Aber sie ist eure Doktor, ja, und er redet wegen ihr doktorische Red, was er nützt, euch da. Ja. Aber man darf sich der Mann in dem, was Michal Levin ist euch gewählt auf der Neujahrball bei Zuckermannen. Ja, er hat gerät mit unser Gehavert mit Gutmannen, ja, auf der Sofa dort und gerät mit ihm sehr leidenschaftlich, ob mir gedenkt, ja. Ja, genau. Und gespielt und getanzt hat er mit die Mädlach von Zuckermannen, ja. Aber ja. Nur er hat
hat eine Haberte, wo sie sind nicht zusammen. Ja, und sie... ja, die Liebe ist geworden eine Papierene, eine platonische Liebe. Eine platonische Liebe, ja. Und wenn er schreibt, ist es ihm schwer zu schreiben, weil er sieht sie vor die Augen, wenn er schreibt. Und er hat nur eine Minute. Ja, nicht als, also nein, er hat nicht gesagt, dass es für ihn schwer zu schreiben, weil er schreibt da so viel. Er schreibt so viel, aber wenn er soll nicht haben, so viel Zeit zu schreiben, ja, er schickt das von einem Spital. Ja. Und er hat geschrieben, sie schreibt, sie hat eine gute Taktik, ja, von schicken etliche Briefe mit einmal. Ja. Aber er von schreibt entfernen, nur... Von entfernen, etliche Briefe sein mit einmal. Weil mit er schreibt einmal, da so viel. Er schreibt auf jeden Brief nacheinander, ja. Ja. Diesmal dachte ich, also es ist gewesen, am Eschugas von meiner Seite dich wegzulassen. Für was habe ich das getan? Es kommen mir in den Kopf rein verschiedene Entwürfe und ich weiß nicht, welcher ist der Richtige. Und sie, der Richtige, behält sich nicht einmal aus von meinem Bewusstsein. Habe ich danke das gewollt von dir? Du sollst nicht davon durchgehen, was ich bin durchgegangen in Warsche, bis zum Bekommen dem Doktorat. Habe ich dir gewollt helfen, vermeiden die bittere Erfahrung von Bankghettos, von hooliganischer Klepp, von hooliganischer Klepp, von brennenden Cafés, von Steinbeis, die vortragen, dem ganzen schmutzigen Linien von Studieren Medizin auf der polnischen Universität. Habe ich gewollt, ob nicht allein, ich hab mit deinen Augen sehen Paris, mit deinen euren Herren die Vortragen von den Professoren auf der Sorbonne, sitzen in einer kollegialen, menschlichen Zwiebel und fühlen sich wie ein Mensch, nicht wie ein Untermensch. Habe ich gewollt, hab mit deinen Fies, betreten die berühmten Boulevarden, was haben mich ewig so gelockt durch die Werk von der Literatur, die Gassen von der Stadt, von Licht und Freiheit. Hab ich gewollt, Gott, mit deiner noslichen Arein atmen, die Luft von Weitkeiten, von Schönkeiten, die Rachwes von der größeren Welt. Ist das die MSS-Siebe? Verwiss, ich hab sich so begeistert mit deinen Formen. Also ich sich gekocht mit deinen Plänen. Zuerst habe ich Poschet gewollt, mit der Zerscheidung auf ein Jahr, ausstellen deine Liebe auf eine Probe. Oder öfter gar Stamm, eure Gehaar zu sagen, nein, weil ich habe gewusst, als du wirst mich sei wie nicht folgen. Öfter habe ich mit meiner Einstimmung als ein enthusiastisch masochistischer gewollt gewinnen rein in deine Augen. Tief in mir ist voran ein Ideal von einer Frau, wo sie ein Nest hitteren, eine Heimbäuerin, eine willige Aufgeberin von ihr, ich fahren Kollektiven, ich von ihr heim. Und du bist nicht als eine Frau, du verwusst, ob ich dich lieb. Mein Ideal ist eine Frau, wo sie ist wie die Mama Erd, zu welcher der Mann, wie der Ries Antakus. Ja, wie sagt man das? Antakus ist ein Ries. Antakus, ist das von Antakus. Mythologie? Ich weiß nicht. Von Mythologie? Ja, lass mal sehen. Antakus. Das ist interessant, der mahnt die Schwierigkeiten, ja, was er hat durch. Aber er hat übergelebt, ja, in Polen, in medizinischer Universität. Ja, es ist gewesen sehr schwer, die Antisemitismus. Ich meine, er hat davon. Bei jedem, ja. Was ja, also er ist gewesen ein Untermensch, ja. Er ist gewesen also wie ein Untermensch, ja. Ja. Ist von dem, was ich habe gesucht, habe ich etwas gefunden. Es ist da Antakus. Es ist da Palaeloxodon. Das ist ein Dinosaurier, was ist schon ausgestorben.
Is das ist auch Riese, ja? Is das ist ein Dinosaurier? Ah, Dinosaurier, ja. 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 Is mein Ideal ist eine Frau. Was ist wie die Mama Erd, zu welcher der Mann, wie der Ries Antakus, kehrt sich zurück jedes Mal zu säugen Keuer von ihr starker Brust. Mein Ideal ist eine Frau, was ist eingewurzelt geht und Ruhe. Und du, Gottsch, bist du sachlich und klug und praktischer von mir, hast in sich allein an Ungeduld und Unruhe, einen geistigen Hunger, eine Zerfleugenkeit. Doch auf was habe ich dich lieb? So, interessant ist, er hat sie weggelassen, das sagt er. Ja, sie ist gegangen studieren in Paris. In Paris, und, in Sorbonne, ja. Ja. Und er fragt sich, auf was hat er das Tag getan? Sie, ist es gewesen, zu lieb ihr oder zu lieb ihm allein? Weil er wollte das gewollt haben. Und er wollte das gewollt haben, ja. Ja, also er wollte euch gewollt sein in Paris und er seht Paris durch ihre Augen. Ja, er besagt. Ja. Und er sagt was... euch, als er sagt, als sie ist nicht der Ideal. Die passt auch nicht zum Ideal von der Frau, was er hat. Ja, also das ist sein Ideal. Aber ja. Für was hat er sie lieb? Ja. Ja. In was geht die Liebe? Aber ja. Es ist interessant, dass sie, Efscher, hat er sie ja weggelassen, weil sie verwirklicht etwas, was er hat gewollt haben. Und, aber ja, die Frage von Liebe, für was liebt man Emerson, was man wollte, lieber nicht gewollt lieben, lieb haben? Das ist eine gute Frage, ja. Ich weiß nicht sicher, wie man das entfernen. Ein Ideal ist eine Sache, aber. Ja, hat sie lieb. Ist das ein normaler Liebesbrief? Ich meine, nicht ein typischer Liebesbrief, was man hat. Sicher nicht. Ja, sehr typisch. Ich weiß nicht. Ja, rational, ist, Doktor. Ja, aber philosophisch. Antakus, man hat der Mond Biologie. Biologie und mit dem Geschlecht, physische Getreidschaft, Antakus. Was ist Antakus auf Englisch? Ich weiß, das ist ein Dinosaur. Was hast du? Ja, ist von dem, was ich habe gefunden, auf Englisch ist das ein Paleodoxon. Paleodoxon. Wie schreibt man? Paleodoxon. Es ist ein ausgestorbener Min von Elefanten mit, wie sagt man das? Von Elefanten mit Stoßzähnen. Mm. Mit Stoßzähnen. Mm. Ja. Gut, ich will weiterlehnen. Ja, bitte. Dieser Vogel meiner, warum sieht mich so zu dir? Ich weiß gar nicht, wie es wird uns gut sein zusammen. Helmul, wenn mein Bankschaft ist bitter, bin ich kemat sicher als nicht. Ich will haben Kinder mit dir. Ich will eine Mame für sie. Eine Mame, was gibt dir ganze Warmkeit ab für ihr Heim. Wie viel Warmkeit wird dir verbleiben, ob du wirst sie durch den Tag zu teilen war Fremde? Wie viel Gutskeit und Ruhe will ich gefunden in dir, wenn ich will noch ein Tag rangeln ist mit dem Malach Amavis, kommen suchen Trost in dein Scheiß? Was wirst du mir können geben, ob du allein wirst, Punkt wie ich, kommen ein Heim nehmen, anstatt geben? Doch tracht ich, Teilmol, als wir beide davon gemosten wären mit anderen Mossen. Als das Heiße, was ist zwischen uns, wird nicht nur stehen zu tragen Warmkeit zu der Welt darum uns, nur euch zu bauen ein Heim für sich. Ich bin ein narrischer Idealist, ich weiß, aber die Welt ist doch schließlich geschaffen geworden für Idealisten. Und nur Idealisten können aufnehmen das Leben in seine Vollkeit. Ich hoffe auf größere Auftun für uns, mehrere. Stein ist Klecken, ja, sein genug. Ja, wie kann das sein genug? Ja. Was will er? Er hat sie lieb, aber er will
Er will nicht, dass sie so seine Doktorsche. Er handelt sich mit dem, weil er will, dass sie soll lieber sein Amame. Und wie soll können sie seine Doktorsche vernehmen sich mit kranken Menschen und ausgeben ihr Liebe und Liebschaft und Rachmanis zu anderen zurück daheim, wenn sie nicht haben genug Liebschaft für die Kinder. Und das hat sicher euch zu tun mit dem, wo sie ist weg. Weil sie ist weit von ihm. Wollt sie nicht gewollt werden ein Doktor, wollt sie mit ihm geblieben. Ja. Nur er soll seine Doktors ein bisschen. Ja. Er ist der Kavalier, ja. Ja. Ich wollte geschrieben zu dir eine ganze Nacht, mein Wort. Du wärst mir gut in alle Glieder mit jedem Ass, was ich schreibe. Punkt wie der Faden Tint, was zieht sich heraus von unter der Feder, wird aufgedribbelt, stech von Gespanntkeit tief in mein Gemüt. Ich sitze in die Jurenzimmer von Spital zu dreifach Tag. In der nebendicken Zimmer frechst Akimpeturen. Das erste Kind, wird nicht kommen, als ich gehe. Sie ist nicht mehr wie 17 Jahre alt. Wahrscheinlich ist sie schön euch. Aber jetzt ist ihr Ponem angelaufen und zusammen mit der großen Beuch setzt sie euch wie ein angeblasener Ballon von Wettig. Es ist mod nicht zu gucken auf den Frühling in Deußen, was blüht so leicht und sorglos, so peinlos. Und hören das Krächzen, dem Klang von menschlichen Geburt, dem Ansag von neuem Leben, was kommt mit der so viel Jesorim und Blut, ist es ein Zeichen von unserer Verschrottenheit. Von unserer Gebenschkeit. Was dient es etwas? Was zweckt es etwas? Wie ist es dann ein Preis, was wir dafür sollen, fahren sein Beschäftigungen von einer höheren Madrege mit einem komplizierten Nervensystem? Ist doch eine Frage, eine theoretische. Sie ist, lohnt sich den Preis zu zahlen. Ob du was fragen machst, dem narischen Idealist, will ich dir sagen, als es fortgedarf verzwecken und es fortgedarf leunen. Als wetig, was führt zu Geburt, zu Beneigung, zu wachsen, zu leben, fortgedarf wären der höchste hispeilistische Ausgeschrei von Fried mit der Existenz. Wetig, was hat er sehen? Wetig, was hat er sehen, leunt sich. Weil durch ihn kommen der Spieren und aufnehmen den Wert von Leben mit dieser Sehftigkeit. Es kann noch früher und wogiger machen unser Dasein auf der Erde. Der Fahr ist wichtig, was hat kein Sinn und kein Zweck nicht, Punkt das Gefeuerdicke, der Antipod von Leben allein. Ja. Ja, es geht, in Anheb ist es gewesen, ein bisschen modne, ja, als man lernt und man bekennt sich mit dem. Aber die wird so, die Gedanken sind so es wird ernst, romantisch und gesagt, ernst. Ja. Ernst. Jetzt redet er wegen der ganzen menschlichen Matziv. Menschliche Matziv, aber es ist doch etwas. Wegen Leiden und Sinn. Ja. Yeah. Und früher hat mir gesagt, in einem friedigen Paragraph, also Punkt wie der vor dem Tint, was zieht sich heraus von unter der Feder, wird aufgedrivelt, stech von Gespanntheit tief in mein Gemüt. Das Wort habe ich nicht gekonnt. Aufdriveln ist ein Durchstechen, ja? Ja, yeah, ein Durchstechen. Ein Durchlächeln. Aber das ist ernst und tief. Ja. Ist früher noch nicht so ernst und tief. Ja. Ja, und, ja. Aber, und was ist das Dijon-Zimmer? Wo man er ist, nicht? Dijon? Nun, ja, ich habe nicht gehört Dijon, das frage ich. Ja, sure.
Essen, ja, ja, das nicht ist das Zeichen. Also ist nein, nein, ich meine nicht, ich kenne nicht, ich bin kein Ball Französisch. Ist kein Ball Dichter in Französisch. Lass mir sehen. Dijon ist Tour of Duty in Wörterbuch steht. Tour of Duty, a lounge? A Tour of Duty? Der, die Zuguckers, was kennen Französisch, seid ihr so gut, schreibt, lasst uns wissen, schreibt Kommentare, die Jurenzimmer von Spital. Ich habe verstanden, Esszimmer euch, und ich habe das gelernt, aber. Ja. In der nebendicken Zimmer kriegt es ein Kimpetoren, aber in der nebendicken, das ist gleich, das ist Leben die Patienten. Ja. Ist öfter ist das ein Samin, das ist ein Office, ein Büro. Ah, ja. Ja, du jeu. Ja, ich weiß nicht. Aber er. Öfter ist es Tage, was man ist, weil ich habe gegoogelt und du jeu, die jeu ist etwas, was ist in einem Restaurant, ist etwas, was ist gemacht geworden und ist. Gerät zum Essen in dem Tag, ja? Ich meine, es ist ein Samin. Die Suppe von dem Tag. Ja, die Jules-Suppe. Ich meine, es, ja, Punkt so. Ich meine, es ist ein Samin-Esszimmer oder ein Zimmer, ja, ein Lounge, wo die Doktor im Essen. Ja. Aber, ist ein Kimpeturin, ein Freund, was liegt in Kimpet, ja, kriegst in andere Zimmer. Ist, ja. Auf bei ihm auf den Gedanken ist das Geburt. Der philosophiert und das Leben wegen dem Sinn von Leben, ja. Ja, aber, das kommt von früher von Mames und der Mann Mames Kinder. Ja. Ja, er schreibt zu seinem Geliebten. Das ist der Leid vor dem. Ja, Punkt also. Ja. Wo Antipod von Leib Malay, noch ein Paragraph. Ja, bitte. Ich habe noch was geöffnet, das Fenster. Kalt und draußen und herrlich. Der Himmel ist von einer tiefen Granat. Granat. Kolier, ja. Der Himmel ist von einer tiefen Granat. Aber von zwischen die Zweigen und Dächer seht sich schon ein hellbläuer, kemat weißer Säum. Bald wird geboren werden noch ein Tag an dir. Auf und von himmlischen Granat sehe ich den weißen Jasminkust, was wächst unter dem Fenster. Weiter ein bisschen sehe ich die zerblühte Akazienbäume von der Allee. Die weiße, trockene Blümelach auf See sehen wir uns wie Sticklach von einem zerrissenen Brief, was Emmets hat verworfen auf die Zweigen. Ein Brief mit so viel Zeudes, was keiner wird sich Himmel nicht lehnen. Mein Nos ist schicker von den Parfumen, was grächen zu mir von draußen, von der Erde, von Himmel, von dem weißen Jasmin, der weißen Akazie. Wird er so weiß sein, dein Schleier, und in der Schau von unser, wird er so weiß sein, dein Schleier, in der Schau von unser Hassene? Wird er so weiß sein, dein doktorske Chalat, wenn wir wollen rausgehen, spazieren auf den Häuf, noch eine lange Nacht Arbeit. Und wie wird schmecken dein Kopf? Wie der Jasmin? Wie die Akazie? Ja, die sind doch Bäume, ja? Die Jasmin, ja. Ich meine, das ist klar, und Akazie. Ja. Was, der Mann sich, sieht der Mann in sich in ihr und er fragt, ja, die Frage ist, er fragt die Frage ist, von Zusammensein. Mein Nose ist schicker von den Parfumen. Es ist ja viel schicker, ist das Wort. Ja, schicker. Es ist sehr schön beschrieben, ja. Er ist nicht nur ein Philosoph, nur ein guter Schreiber, ja. Und die Sätze sind in kurz und Fragmenten euch, ja. Nicht, was er schmeckt, was er sieht, seine Observation ist, von dem Moment, was er schreibt, ja. Noch den Paragraph. Ja, und dennoch können wir machen eine Pause. Ja, yeah, dennoch können wir machen eine Pause. Verleumis, doch ist gut mit sie.
wenn man weiß, dass sie haben keinmal nicht dasselbe Pannen in der Wirklichkeit. Wie sagte deine Französin? La vie est breve. La vie est breve. Ein paar der Rewe. Ein paar erkenne ich kein Französisch. Ja, es ist kein Game Pro. La vie est breve. Un paar der Rewe. Un paar d'espoir. Et puis, bonsoir. Es ist kein euch nicht kein Französisch. Genau, machen das ein mit das. Ja. Ah, no, du. Ja. Das Leben ist kurz. Ach, gut, dem weiß ich nicht. Ein paar der Rewe. Ein paar der Espoir. Und einen guten Tag nachher, ja. Aber was nein, einen guten das? Abend. Einen guten Abend. Bonsoir. Bonsoir, oh, ja. Ja. Jetzt eure Zugucker. Ihr seht, wie wenig wir wissen von Französisch. Wenn ihr kennt, helft uns bitte. Ja, hat jemand dieselben Pannen mit der Wirklichkeit? Ja, no, ja, helft uns bitte. Was das, ich weiß nicht, was das meint. Ja, la vie est brève, das Leben ist kurz. Nur das weiß ich. Das Leben ist kurz, ist toll, soll man haben. Haben dem Tag was? Ja, ich weiß nicht. Ja, das ist meins. Lass mich machen eine Pause. Ja, wir haben gemacht eine kleine Pause und schaust der Pause, habe ich gesucht, die Wörter auf Französisch und das ist, weiß ich, unser Lied. Und etwas von Wemmen. Nun, es macht nicht aus. Aber die Wörter, die Übersetzung von dem ist auf Englisch. Life is short. Ja. Oder life is shallow, a little trouble, a little hope. Etwas so eins. Ja. And then good night. Life is shallow, a little trouble, Zoris. A bissel Zoris, a bissel a Hoffnung. Sei gesund. A gute Nacht, ja. Ja. Etwas ist eins. Gut. Gut. Du willst weiterlehnen? Ja, wo sind wir genau? Ja, da in dem letzten Paragraph. Ja. Ja. Das ist es, mein Teure. Nur meinet, als ich sitze so ein Keseder in die Wolken. Ich mache nur Lustreises zu See. Außerdem bin ich ganz gut auf der Erde. Sie ist eine eifersüchtige Mame und lässt nicht zu weit wegfliehen. Eine Mame, was hat selten einen mutterlichen Schmeichel. Was Katte wird und straft ihre Kinder. Und doch klammern sie sich zu ihr, weil das ist alles, was sie vermogen. Erd, mir ducht sich, Teire, als die Erd unsere geht jetzt zu Aswar, was wird gar nicht sein, als sie bohren. Ist ja, geht zu Novend, was wird nicht sein, kein Guter. Wie nimmt man auf bei euch die Situation in der Welt? Wo sagt man zu Hitlers Prätenzies zu Polen? Weißt du, als er hat zunicht gemacht sein Obmach mit Pilsudskin vom 34. Jahr? Klar wie der Tag, als er so ist mehr wie Danzig und dem Korridor. Was ist er äußern? Das Maul sieht euch, als England und Frankreich seinen entschlossen, sich gegenzustellen. Chamberlain hat doch erklärt als im Parlament, als es hebt sich an eine neue Periode der englischen äußeren Politik und unser äußeren Minister Beck hat ausgepeilt in London ein Abmach von gegenseitiger Hilfe. Euch Daladier hat bestätigt den französisch-polischen Pakt von 1923 24. Werden sie beweisen, abzuschrecken dem Teufel? Wie du siehst, man redet wegen Politik. Schon Politik, aber das direkt auf den Gemüt. Ja, ist Escher ist er ist in einer Stimmung zu lieb dem. Und er meint, dass Hitler es mehr äußern wie nur Danzig und dem Korridor. Ja. Also, meint er. Als der ruft immer Teufel, ja, der Teufel.
Ja, ist der Teufel, aber es ist schrecklich. Die Situation ist schrecklich und er fragt bei ihr, Ja. wie ist die Situation in Frankreich? Ja? Ja, was meint man in Frankreich? Wie du siehst, bin ich mit einmal geworden ein ganzer Politiker. Punkt, wie ich aber mal selten einen Kuck getan in der Zeitung, also lehne ich sie heint mit einer bitteren Neugier. Wer weiß, öfter bin ich und ein solcher wie ich schuldig in dem, was die Welt halt da, wo sie halt. Zu viel Gleichgültige gewesen, was haben gesagt, ich interessiere sich nicht mit Politik. Und man hat gelassen, unverantwortliche Aventurnikes sich mit ihr interessieren. Ist denn nicht das die größte Sinn vom deutschen Volk? Ich hab ständig gehabt, Teines zu meinen Taten. Verwusst, er hat sein Leben abgegeben, Farasamierskeit wie Politik. Jetzt sehe ich, als er ist gewinngerecht. Wenn er pflegt Sorgen, als Politik ist Leben und Entläufen von ihr heißt Entläufen von Leben. Es kommen Momenten, wenn der menschliche Geurel wird abhängig von ihr. Nur das begreift man erst, wenn es hebt und wären spät. Kann einmal sein, zu spät. Ja, ich mache sich Vorwürfe für meine besitzliche Passivität. In einem gewissen Sinn seien mir alle Mitschuldige. Sei zu dem, was es kommt vor in unserer Peilung, sei in der Welt. Es haben Tage zu mir nicht appelliert, die alle Parteien und parteilich, was machen Politik, was werfen ausgedroschene, billige Phrases mit der Scheinrederei von Führers, was haben keinem im Sinne sehr kleinliche Ambitions. Aber man hat gedacht, euch bleiben, wo zu stehen, wo mitzuhelfen, nicht geguckt auf alles. Mir, Doktorin, haben geäufig gewähnt dem Ekel von allen Mieskeiten von menschlichen Guff. Und auch dank dem ist uns möglich zu helfen, dem Heule. Also darf man euch tun im gesellschaftlichen Leben. Nicht geguckt auf den Schmutz, wo sammelt sich herum die politischen Parteien und sehr Politiker. Darf man gehen in sehr Nesten, stellen sich auf der Seite, was es nennt er zu unseren Prinzipien und tun etwas, wenn es kommt der Moment. Das klärt auf dem, ja, die Situation, was erklärt auf, ja, ist interessant gegen dem, was wir haben früher gelernt wegen Adam Rosenbergen, ja, was er interessiert sich nicht in Politik, er verteidigt es zum Guten, weil er ist so Egoist, ja, aber wir sehen nicht dem Gef er sieht nicht dem Gefahr, ja, ist Levin beschuldigt alle, ja, er fühlt sich allein. Ja, er sagt, ich Als mache mir, sich Vorwürfe, ja. ja, ich mache sich Vorwürfe, aber wir sind alle Mitschuldige in dem, was wir haben, sagt nicht, war interessiert in Politik. Und mein Tat ist gewesen gerecht. Politik ist das Leben. Aber wir haben das, ja, Erst wenn es ist spät und wenn öfter es zu zu spät. spät. Ja. Und er sagt, dass, ja, das ist interessant. Dass, wenn er und andere, wenn er um seinesgleichen interessieren sich nicht für Politik, lassen sie die Unverantwortlichen sich interessieren. Und er vergleicht Hotsch? das zu Medizin, Spitäler, Ja, ja. ja. Der Also man darf kennen, aushalten, die schmutzige, die miese Teilen von menschlichen Guff, was man soll kennen, helfen nach Heule, ja. ist nur und nur Also man Arbeiten darf in einem Geuwel sein, Spital, es ja. ist nicht gering, ja, sehen Ja. Schmutz und heut Blut und ja, wir kennen weghalischen davon. Ja, Ja. Politik ist euch mühsamer, ja, bevor damals, ja, Ja. mit Hitlerin und so weiter, aber man darf das nicht ignorieren. Und Äpfel ist Jetzt zu ist es spät. spät und Äpfel zu spät. Ja. Und jetzt lehnt er die Zeitungen mit Neugier, sagt er, was er hat früher nicht gehabt.
Ja, und mit der Monster in dem, was ja, er, was Rosenberg sitzt in Limousine, in ja, in Eupel ja. Mit seiner Zeitung. Ja, Glos Parani, etwas so, und er lehnt die Kepler. Ja, Hitler, und so weiter. Und er warf das auf den Bänkel und ignoriert es. Ja, ist das die Sache. Der Levin, er lehnt Hotsch, die Zeitungen. Yeah. Adam ist viel weiter in dem Weg von Gleichgültigkeit. Ihm geht es nicht an. Ja. Viel, wenn es ist mehr oder weniger direkt zu ihm gekommen, ignoriert. Ja, yeah, Rosenberg hat feind Menschen. Yeah. Levin kennt nicht sein Kind Misanthrop. Als er ist ein Doktor und er hilft Menschen im Spital. Ja. Yeah. Kennt er nicht sein Kind Misanthrop. Rosenberg ist ein Misanthrop. Gut. Hotsch, oder besser gesagt, nicht gut, ja, verstehst. Ja, verstehst. Hotsch in der Emerson, mehrere meine, zieht mich zu einer Partei, was existiert gar nicht. Ich darf eine universelle Bewegung von Menschen von gutem Willen, was haben nur eine Sache gemeinsam mit sich, der ich ehre zu leben. Teilmal hole mich, als etwas als solches, wird an jeden Tag aufkommen. Als eine große, fruchtbärdige Idee wird uns alle herumnehmen und das Rad von der Geschichte wird verkehren wird werden auf den gleichen Schlacherhof. Sie wird sich anheben, die Zeit von Meißen, nicht von Liegens. Jeder Jochit wird aufhören zu warten auf den Morgen. Nur laut seinen Möglichkeiten wirken gleich, als das Leben darum ihm und von ihm soll besser und würdiger werden. Der Prinzipprogramm von Ort der Partei wird vermorgt nur dem einen Punkt. Streben zu geben den Menschen die Möglichkeit zu leben und sich zu entwickeln laut seinen Potenzen. Emotionelle, geistige und physische, wie nur möglich, in die Rahmen von der Begrenztheit von menschlichen Geurl. Und die einzige Disziplin, was Wald vereinigt, mein Partei, Wald gewesen ihr Kampf gegen alle Keuches, was zäumen und erdrücken die Entwicklung von der menschlichen Persönlichkeit. Ich bin nicht kein Christ, Mirele. Ich halte nicht von der christlichen Apotheose von Liebe, was ist übermenschlich und unmöglich. Aber ich halte von gesunder, irdischer, kluger Menschenliebe. Laut meiner Meinung ist sie die Basis von unserem Weg auf der Erde. Es ist ein Fakt, dass wir kommen auf der Welt, jeder einer von uns, mit einem mordigen Hunger nach Liebe, gleich vom ersten Moment von unserem Geboren. Und Punkt wie verschiedene Minimum-Speis bauen unser Organismus, also tun verschiedene Arten Liebe, wie Mutterliebe, Liebe von Mann und Frau, Kinderliebe und euch Freundschaft, was ist eine Form von Liebe, bauen und gestalten unsere Psychik. Abhängig von dem, auf wie viel Ort der Hunger in uns wird gesättigt, formiert sich unser Charakter und unsere Fähigkeit, umzugehen mit Menschen. Wird der Hunger in uns halbwegen gesättigt? Wären wir halbwegen normale Individuums und wir geben sich leichter Anätze mit dem Leben und mit unseren Mitmenschen? Bleibt man aber mit einem ungesättigten Hunger, wächst man uns die zu ne Schome kribbeln und man sucht unaufher das, was soll uns vertreten Liebe. Geld, Macht über andere. Und da kommt das Ort für Hass. Hass ist laut mir noch ein Ausgeschrei von Verzweiflung von die Liebe hungrig. Ein Symptom von der Schomediker, nicht der Speisung. Nehmen Sie Ihre Moschel, die Diktatoren.
Sie seien in der Emerson die Ärmste von alle, die Hungrigste von die Hungrigen. Sie haben mit Stommen nicht bekommen in sehr Leben das, wo sie sehr nötig gewesen, auf freien Häufen. Kommen sie und zwingen sie in Untertanen, sie sollen sie lieb haben, halten dich bodei a Hack über sehr Kepp. A Mirlem, oh Mirlem meine, dein naiver Michael will nicht mehr und nicht weniger wie eine Partei, wo soll kämpfen mit dem Hass in Menschengufe. Also, er ist ein größerer Idealist, ja. Ein größerer Idealist, aber er beschreibt Take Rosenbergen. Ja, die Diktatoren sind hungrig nach Liebe und ja, sie fordern nach Liebe, was sie haben nicht gehabt. Was sie haben nicht gehabt. Und er sagt dafür, er schreibt, was ist der Vertretungs mit ja, die als Geld oder dem. Geld. Geld und Macht über andere. Ja, yeah. Und Macht über andere, was er hat. Ja. Er agiert zu herrschen, yeah, über andere, wollte yeah gewinnen. In dem Fall ein Vertretungsmittel von der Liebe, was man nicht bekommen. Le Marshall Rosenberg über herrschen über sein Stenografiske. Ja, das will er tun. Rosenberg Sohn, er ist gar explizit, ja, er sagt, als Geld ist das Vertretungsmittel, ja, von Liebe. Ja. Von dem, ja, aber ich sage es, der Rosenberg will, er ist gierig auf Liebe. Ja. Er kann nicht. Er kann nicht geben, er kann nur nehmen. Ja. Ja. Und, ja, und unser Doktor da, Levin, will, dass es soll kommen ein Ideal, eine Idee, was, ja, wird vereinigen und darum nehmen alle Menschen aus aller Welt zusammen, ja, Vorschreiten in den Weg von freie, yeah, menschliche Entwicklung. Ja, yeah, ist das. Er ist ein großer Idealist, ja. Er ist ein Idealist. In einem gewissen Sinn ist es nicht nur ein Liebesbrief zu sein Geliebter, noch zu der Menschheit. Ja, als er ist ein Liebhaber von Menschen, ja. Man darf liebhaben die Menschheit, ja. Ja. Vergesst nicht, Liebste. Als ich stehe Nacht ein, Nacht aus, vor der Mysterie von Geburt. Ich sehe dem Aufsprotz von Leben durch Blut und Wetig. Ich bin der Edes von dem ersten Atemgeschrei von einem neugeborenen Kind. Das sind ein solche normale Momenten und doch ein solche Heilige. Teilmal habe ich das Gefühl, wie ich wollte, gedarft in Nazar regen mit Spallel sein, singen Halleluja. Wie kann ich unnehmen dem Teut ausgemosten von einer menschlichen Hand, dem Teut durch Hass? Jedes Mal, wenn ein Patient geht aus, in meine Augen, mag es sein, ein 90-jähriger Socken, scheudert etwas auf in mir. Doch fühle ich nicht kein Bund. Gicher a Hilflosigkeit, was kommt von Scholle machen mit dem Geurl. Aber wenn ich sehe a der Mordeten von einer menschlichen Hand, schreit als Eus in mir. Mit Protest und Bitternis. Erst gewinn a Gesundheit, gute Lungen, Muskeln, Fülle mit Keuch, Augen, was haben noch gekonnt, einschlingen a so viel Schönheit. Euren, was sollten noch gekonnt fast nehmen, a so viel Klangen. A Mäuel, was wollt gekonnt reden, kuschen, Hanoi haben von Essen. Wenn ich sehe, das alles zerstört durch eine menschliche Hand, klagt in mir das Herz, wie bei einem, was seht, ein Meisterwerk geschändet durch Vandalen. Geschändet, ja, durch, ja. Ja, geschändet durch Vandalen. Was für ein Morden, ja. Was für ein Modne? Ja, nur das. Was für ein Modne beschäftigen wir sein, wir Menschen? Was für ein unglückliche, unharmonische Wesens? Zu was haben wir als ein wunderlicher Meuch bekommen? Ob in uns ist noch voran so viel Haie. Nun, er bedeutet das, was
Menschen, der hagen in andere Menschen und schätzen nicht auf so wie er, ja, dem, die, dem Wunder von menschlichen Guf, ja, ja, menschlichen Moyach. Ja. Mir fehlt sich wie Reis und er bedeutet, wenn man starbt von der Hand, von der menschlichen Hand, ja, ist das die größte, der größte Klapp, Avere, ja, gegen Menschen. Ja. Gegen Gott und Leid, ja. Ja, und er erkennt in den Menschen am Mod ne Baschefen. Ja, weil Gott hat man als ein Moier, als ein wunderlicher Moier, ist es doch voran in den Menschen so viel Haie. Ja. Also ich will Haie, ja. Wenn ich habe sich ausgeklebt, meine Professie, habe ich gar nicht so viel reingetracht, weil wuss grad Medizin. Jetzt gefindet was einmal eine bessere Berechtigung für meine Auswahl. Punkt wie ein Gärtner hat lieb seine Blumen, begießt sie mit Wasser, reinigt sie von Unkräuten und quält un, wenn die Pflanzen seine halten sich gut. Also habe ich eine Passie zu pflegen, die mysteriöse, modne Pflanz, was ruft sich menschlich Leben. Und mein Vegetarianischkeit, huh? Mein Vegetarianischkeit, du meinst euch die Themen. Äfter lachst du in Herzen ein klein bisschen ab von mir. Aber als ich halt schon dabei, und wenn man, ob nicht dir, übergeben das, was es so teuchig in mein Benehmen, das Leben, äfter wirst du mich verstehen. Äfter wird es sich einmal übergießen in dir, zusammen mit meiner Liebe. Ob hoffe ich es für der ganzen Menschheit, hoffe ich es doch keinem Kohl für dir. Du hast auf einen gewissen Eufen ein Scheiches zu meiner Professie. Ich habe dir keinmal nicht erzählt, deswegen. Du hast nicht gefragt. Ich meine, wie soll es hat sich angehäuben? Soll sie jetzt sein, der Moment. Ich bin gewesen ein Jüngel, etwa von 11 Jahren. Ich bin gegangen mit der Mamen auf den grünen Markt, kaufen Hühner. Ich habe gesehen, die hölzerne Hühner steigen, angestellt, eine auf der andere. Sag mal gesehen. Nur jenem Tag habe ich sie beendet gesehen. Sie haben euch gesehen wie kleine Heiskes und die Hühner, die Menschen. Sie haben mal rausgesteckt die Käpplach und die federdicke Gurgeln von zwischen die verdrottete Schatkes, wie Menschen, was gucken raus von Fenster in ein Vorgefühl, als etwas darf ankommen von draußen und sie wissen nicht genau, von welcher Seite. Also haben sie hastig gedreht mit die Käpplach, untergehäuben und heruntergelassen die lange Hälser. Ein wenig in die Steigen haben andere Hühner gequacket und sich ausgezupft die Federn, sich gekriegt über ein Kernelhaber als Subwasser. Sie haben sich geknäuelt da in ein Winkel von der Steig, da in dem anderen. Verpantert sich mit die Fieslach, mit den Flieglen untergeflogen und gesprungen eins auf das andere. Derweil hat sich die Klappe von oben geöffnet und eine Hand hat angehoben zu nüchtern in der Steig. Eine menschliche Hand, was hat mit suchendigen Finger bestimmt dem hinnerischen Geurl. Ja. Es ist da ein Wort, was ich habe früher nicht gekonnt. Schatkes, ja. Ein Schatke ist es dasselbe wie ein Sitke. Er redet wegen verdrottete Schatkes. Und das sind ein Fishnet, Sieve, Hairnet, Fine Metal Mesh Lettuce. Ja, sind wo steht das? Ja, er sagt, sie haben herausgesteckt die Kepler, yeah, und die federdicke Gurgeln von, yeah, zwischen die verdrottete Schatkes. Ja, die, yeah, Metal Mesh. Yeah. Fine Metal Mesh, ja, wo die Hühner stehen, ja, von Steig. Yeah. Und genau, sie haben euch gesehen wie Menschen. Ja.
Genau. Er beschreibt sein Verwuss, er ist geworden Vegetarier. Ja. So wie dem, das ist gewesen der Moment, ja, wenn er vielleicht gehen mit der Mama in den Mark, sehen die Hühner. Ja, und hat ihn sehr gesehen, Menschen. Das ist das Wichtigste. Yeah. Er hat zu sehr mit, er hat zu sehr gefühlt, er hat gesagt, ein gemeinsamer Haus, ja, ein gemeinsamer Boden und hat sich identifiziert mit ihnen. No, und als man redet, das ist ein passiger Vergleich. Ja. Das ist ein passiger Vergleich. Nur das, wir sind noch nicht ergangen, aber nur das ist ein Buch wegen Lodge. Und wir wissen, Lodge or Ghetto, ja, ist nur er redet wegen seinem Vegetarierkeit, ja. Ja, aber ja, er redet wegen Mitgefühl, ja. Tiefer. Es geht in etwas tiefer. Es geht in, er redet wegen seiner Vegetarierigkeit, aber euch wegen seiner Liebe für Menschen, Menschlichkeit. Menschlichkeit. Ja, wegen Mitgefühl, Bichlal, wegen Menschlichkeit. Ja. Okay. Bestimmt dem hinnerischen Geurl. Danach habe ich gesehen, mein Mamen. Zum ersten Mal sieht er sehen in einem neuen Licht. Mein gute, weichherzige Mame, was hallischt schier nicht weg, wenn sie sieht ein bisschen Blut auf den Finger von ihr, sein Kind. Sie hat euch geöffnet, die Klappe von der Steig, und reingetan ihr weiche, milde Hand. Und die weiche, milde Hand hat mit der Saat Kiefes genistert in ein wenig. Angehabt ein Huhn, abgelassen sie. Ja. Ja, Kiefes Autorität, selbstbewusst. Ja. Ja, nun, sie hat genommen ihr welche milde Hand. Welch mild, aber sie hat das früher getan, ja? Mit Genietkeit. Und das ist auch Koyach, die Kiefes. Ja. Genistert in ein wenig. Angehabt ein Huhn, abgelassen sie. Gehabt der zweite, bis sie hat vor die Fliegeln rausgeschleppt, a Zapplen dicken auf und weggeblasen die Federn auf den Hinterkehlig. Zu sehen, sie ist genug Fett auszulassen, das Schmalz. Sie wird sich weich kochen. Die Huhn hat gehabt Masel. Sie ist der Mamen nicht gefallen geworden. Die Mama hat sie mit Widerwillen reingequetscht zurück in der Steig. Habe ich angeguckt, die maseldicke Hund, was ist eine Weile gestanden wie gelähmt und sich nicht gerührt von Ort, von Größ Geplechtkeit. Nur plötzlich, wie sie wollte mit einmal lichtig geworden in ihre Ingeweiden, hat die Huhn mit his Beilitz hat sie spät getan, die Fliegel, und er Fall getan auf dem blechenden Händele Wasser. Sie hat gebeugen und gehäuben dem Kopf, ein Rock, ein Räuf, wie ein frummer Jid, was dankt Gott für ein größer Ness. Derweil ist mein Mames Hand wieder gelaufen in der Tief und der Steig und das Mal gefunden, was sie hat gesucht. Habe ich geguckt, wie sie der Land die Huhn zum Scheuchet und jeder Fülle nicht kein Pintel mit dem Aug. Dennoch nimmt sie dem geschachtenen Vogel und stubt ihm in ihr Keuschel rein und gibt ihn mir zu tragen. Auf jenem Wege heim mit meinen Mamen und mit dem toten Vogel, wenn die Warmkeit, ich habe noch gekonnt filmen durch der Dienernetz von Käuber, seien mir klar geworden als Sachsachen und die Klarheit hat mich angefüllt mit der Samin Nogenisch, was ich fühl sie bis heutigen Tag. Es hat mir wehgetan, der Unrecht, was es getan geworden zu einem Huhn, und noch mehr hat mir wehgetan die Mieskeit von meinen Mamen, was ich hab sie mit einmal der Sehen wie eine Haie, eine Verzuckerin. Eine lange Zeit habe ich es auch nicht gekonnt, kein Eize geben mit dem toppelten Pannen von der Mamen. Von einer Seite die Gutkeit und Mildkeit allein, von der zweiten Seite ihr Gleichgilt. Die kalte Achsarius zu stummen Beschäftigungen
was mit sehr greizli zu die Meicholem, zu der, der, der Nähren ihr Häus gesinnt. Es sagt Joren seinen vorbei, die Anpleckung von jenem Tag ist erobgestubt geworden tief in mir und auf ihr Ort ist gekommen das Verstehen, mein Mammen. Ihr Aufführung ist gewesen natürlich, normal, menschlich. Sie hat nicht gedacht, studieren können, Klassen zu wissen, als sie der Jontif, wenn sie kann sich der Leuven zu kaufen ein Händel an Schabbes. Weil wir seinen Fleischessers, wir Menschen. Wow, der Sof von dem Paragraph ist gewesen, für mich eine Überraschung. Früher hat er gar explizit die Hohn mit der frommen Jid verglichen. Ja. Was bencht dem Ebersten, dank dem Ebersten für ein größeres Ness? Ja. Ja. Frommer Jid, was tut das? Und was ist die Hohn? Nun, ist mir sehen, als das ist allegorisch oder das repräsentiert die Menschen und jeden nicht. Aber es ist euch, ja, er ist auch Vegetarier. Ja. Nein, aber das, was ich meine, ist okay. So, was man ist überraschend? Man isst die Huhn und er hat verglichen die Huhn mit Jiden, mit Menschen. Yeah. Der Mensch, der ohnmächtige Mensch. Mhm. Und einander ein Machtiger, was kennen ihm der Hagen, wenn man will. Mhm. Und er sagt, dass er hat das wie, ja, hat das wie eine Mieskeit wahrgenommen. Ja. Eine Mieskeit von seinem Mamen. Und zum Sof, aber ist es da eine Verzeihung von Otti Meissen. Er ist gewesen ein Kind, Demut. Ja. Und damit hat er das verteidigt zum Schlechten. Er hat nicht, ja, sein Mame vor ihm ist gewesen Weichkeit. Aber welche edle Mame ist er, das ist vor ihm gewesen eine Überraschung, was die Mame hat gekannt mit ihr, welche Hand, was sie glätt, ja, das Kind damit, was sie hat gekannt nehmen, eine lebendige Beschäftigung und Schächten zum Tod, geben zu Schächter, ja. Ein Kontrast zwischen die Weltkeit, ja, Edelkeit auf einer Seite und die Achsaliestigkeit auf der anderen Seite. Aber das, was ich meine, ist gewinn von mir überraschend, dass auf viele Methoden der Achsaliestigkeit, der kennt er in der Meise etwas Natürliches, Normales und Menschliches. Also man soll schlecht an einen Unmächtiger hin. Einen Unmächtiger Huhn. Nun, sie ist also wie die Huhn, ja, was sie gibt Essen ihre Kinder. Ja. Er versteht, also das ist natürlich. Also sie hat gedacht, geben zu Essen ihre Kinder. Ja. Aber das die versteht er darf hier später. Ja. Denn er ist einer der Erwachsenen. Mehr als kein Kind, versteht er das. Weil wie ein Kind versteht man das. Er ist, ein Kind ist unschuldig, ja? Ja, er sagt später, ja. Also habe ich gelebt in Frieden mit sich. Genau das, was du sagst, ja. Also er hat das verstanden, ja? Ja, später. Aber nur darf ich später, hat er gekannt, verstehen. Ja, wenn wir schon in der Erwachsenen, ja, man weiß von der Welt schon, ja. Er ist gewesen ein Kind und es ist gewesen sehr dramatisch. Ein Kind soll sehen als eins. Ja? Ja. Die kann verteidigen als eins. Ja? Er verteidigt darf ich später, versteht er und er geht über in dem Brief. Früher gesagt, ich habe keinem nicht gesagt wegen dem. Ja. Er sagt ja. Euch als Sod von sein wegen seiner Vegetarierigkeit. Ja, aber von euch wegen von sich. Ja. Von Leben. Von deiner Überlebung. Ja. Ja. Also habe ich gelebt in Frieden mit sich. Bis jener erste studentische Tag, wenn man hat uns gelernt, Palmessen, die Mason. Das heißt Dissect, Palmessen? Palmessen, das habe ich früher gesehen, aber ich bin nicht sicher. Palmessen.
Ja, genau, zu machen eine Autopsie. Ja, wenn man hat uns gelernt, Palmessen oder Palmessen. Palmessen. Ein Baum, ja. Palmessen. Gelernt Palmessen, die Mason. Die erste Sache, was hat man eingenommen, ich gewähne das Steinen von unserer Ähnlichkeit zu ist das Steinen, ja, von unserer Ähnlichkeit zu allen anderen Reihen. Wir wollten es gewusst und doch sag erst erwusst bei die Mason-Tischlach. Und danach ist, wie von sich allein, gekommen die Frage, also ähnlich, doch warum mögt man hagenen Chayes und man tun nicht hagenen kein Mensch? Wie weit ist der Mahalich von einem gehageten Hund bis einem gehageten Menschen? Es ist euch geschwommen, die Weite der Meinung von der Hund. Ja, wir seien Chayes und wir unterliegen dem Gesetz von der Natur zu verzucken, gedei zu existieren. Aber wir vermogen euch etwas in sich, was Chayes vermogen nicht. Komplizierteren, feineren Meuer. Nice. Was dürfen wir ihm? Ob alles in der Natur hat einen Zweck. Für was ist der Zweck von unserer Hochme? Und hat nicht sie allein sich gegengestellt der Natur mit dem Verbot zu hargen in einer dem anderen? Nur die Reihe, was trockt die Hochme in sich, hat sich erschrocken zu der Gehen mit ihrem Verbot bis ins Sof? Bin damals gekommen zu der Überzeugung, als der Moach, was es uns gegeben geworden, ist nicht damals so. Als Geist ist eine neue Erscheinung in der Entwicklung von Leben auf der Erde und in der Neigkeit. In dem Fakt, was wir seinen, der Übergang, liegt unsere Tragödie. Ja, wir seinen tragische Beschäftigten, Wesens von Übergang in einer kritischen Tekufe in der Evolution von Minen. Der Fall ist voran Asa Umruh in uns, Asa Min Zerrissenkeit. Wir seinen Jägers noch Reis und Jägers noch Ruhm. Jägers noch Reichtum und Jägers noch Schönheit. Mörders und Malachim in derselben Gestalt. Wir jagen sich, weil das ist der physische und geistige Umruh in uns. Wie die Harmonie in uns. Was hat kein Ruh nicht. Aber wenn die Übergangszeit wird darüber, wird sich auspicken das neue Wesen, die höhere Form von Mensch und eine Schalve und Zufriedenheit wird der Rob niederen auf uns. Wir wollen ausleben unsere Tag, unser Mir von tausender Jahren herum, wie alle Gottes Beschäftigten, nur auf eine Sache eine höhere Medräge. Ja, ich sehr glaubt in Evolution im Sinne von Fortschritt. Ja, von Fortschritt. Und er ist ein Optimist, ein gewaltiger Optimist. Ja. Und als der Mensch ist ein Übergang zwischen kompletter Wildkeit und etwas höherer Madrege von Verstand und Mitgefühl. Und ja, Jäger und Malach, ja, Mörder ja. Und Malach. In einen Übergangspunkt von ja. Die zwei. Also, I mean, ja. Verschiedene Madrigals von Evolution, ja. Er meint, dass der Mensch wird gehen in Voraus. Ja, ja, aber es ist euch die Möglichkeit, dass es wird gehen auf ja, zurück. Aber er halt, das sage ich, aber er halt von dem, was, ah, es ist die Evolution, Fortschritt. Ja. Ja. Aber der seht, und er seht ein, ja, die als der Mensch ist. Nee, ja, aber, von, yeah. Aber das ist interessant. Wenn man so redet wegen Evolution im Sinne von Fortschritt, ist es also, als man kann Tage nicht geben, einen Schritt zurück. Man geht noch voraus, weil man adaptiert sich, man passt sich zu und man. Das ist der Glauben, der blinde Glauben, laut meiner Meinung, in der.
In dem unbedingten Fortschritt von menschlichen Mien, ja. Also in Sach. In der Samen Sach geläubt er, ja. Ja. Du lehnst weiter, oder? Ja. Ja, du lehnst weiter. Oder wenn du willst, kannst du weiterlehnen. Lehn weiter, verwiss nicht. Was bleibt uns über zu tun? Sitzen derweil mit verlegten Händen und berechtigen alle Mieskeiten, was wir tun ab, mit unserem unglücklichen Matze von seinen Übergangsbeschäftigten? Tausendmal nein. Das bisschen Meuer und Geist, was mir vermorgen, wie unperfekt es soll nicht sein, hat schon seinen Zweck in sich. Es darf uns helfen, verschnellern den Weg zu unserer Perfektion. Wir dürfen kriegen mehr der Herz verleben. Aufhören, morden, grotzbeschäftigen, zweifiesige, zivierfiesige. Unhebbar greifen, dem Dienen vor dem von Konsequenz, was hebt sich an beim Mord über ein Vogel bis zum Mord über ein Mensch. Unsere physischen Bedürfnisse stören uns, dem Emes zu begreifen. Aber ich bin überzeugt, als der Mensch kann sein gesund und Leben ein glückliches Leben, wenn er tut das, nicht auf den Geschmack von anderen Lebens, wenn er anerkennt, als jedes Beschäftnis hat das Recht, auszuleben seinen Tag auf einer natürlichen Öfen und anerkennt damit dasselbe Recht für sich allein, der Mensch Gufe. In der Richtung wollte die Medizin gedarft sein, die Wissenschaft, die Religie, die Kunst, die Philosophie und euch die Politik. Ich bin jetzt gewesen bei meinen Kimbetoren. Wehen alle 4 Minuten, sie wird schon lang nicht nehmen. Zurückgehen zu dem Friedigen. Du wirst unterschmecheln, wenn du wirst lehnen, meiner Ros Braves, wirst sorgen, mein armer Michael. Er ist neben nicht ausgeschlafen, plappelt er von Miedkeit also. Und erster Tage, erster der Fahr, was ich bin also Mied, arbeiten schwacher meine normale Zäumungen und mein Emesser, ich führt die Feder und schon Kontrolle. Nu, da hast du dir eine Probe von dem, was ist tief verborgen in mir, von dem, was es tracht mein Herz und es fehlt mein Meuer, dein ganzer naiver Michael, ein Schutzloser auf dein Handflach. Mirele meine, du schreibst, dass Paris ist schön in April, kann ich dich versichern, als Wunderlodge, das verkopfte, als unser Lodge, das verkopfte Schlumperl beweist noch größere Wunder. Ja, ich habe gesehen, ich habe gelernt von der untersten Schule. Yeah. Sie hat herabgeworfen von sich ihre schmutzige Schmattes und sich bekleidet im königlichen Jontef. Der Poniatowski-Park ist ein mysteriöser Garten. Die Grünkeit von den Bäumen ist noch nicht kein dunkle und feste Gicher als Seledin. Leicht und frisch. Und jedes Gräsel wollt wie herausgelassen von sich ein besonderen Aromat. Was ist der Gegenwart auf Jiddisch von einem Misanthrop? Wie sagt man der Gegenwart? Der Gegenteil? Ja, der Heper. Was ist der Heper, meine ich? Der Heper von Misanthrop? Von Misanthrop. Emetzer, was hat stark lieb Menschen, der menschliche. Weiß nicht. Lass mir sehen. Ein Altruist, sagt man das? Altruist ist, ja, Emetzer, was tut, Menschen an kein Ego, ja, was... Ja, ein Philanthrop, der Heper von Misanthrop ist Philanthrop, ja. Ein Philanthrop. Philo, was hat lieb Menschen? Ja, Misanthrop, Philanthrop.
Ja. Aber ich, ach, wie sagt man? Ich war Humanist, ja? Ah, ja. Er ist Humanist. A Philanthrop. Ja. A Doktor. Verkauft Menschen, ja. Und wir sehen, als er ist ein Doktor, weil er hat, weil er will helfen Menschen, ja? Er ja. hat lieb Menschen. Nicht so ja. lieb Parnusses wegen, ja? No. So lieb, also es geht tiefer. Sein, ja. ja? Der Jesod von sein, die Sibbe von seiner Doktor. Ja. Was ist das Saladin? Ja, ich habe das gesucht und nicht gefunden. Ich sage, ich suche in dem Ostjahr von Jiddischen Bücher Zentral. Saladin. Ja, laat me zien wat dat is. Dat bevindt zich in 28 Bücher. Ah. Wat is dat? Maar het is niet klaar van Lenin. De greenheid van die Bemer is nog niet geen dunkle en feste Gicher als Saladin. Das heißt nicht dunkel, nicht fest. Okay. Ja, ich habe gesucht Saladin und es ist eine Farbe, ein Collier. Ja, das heißt, was ist nicht, was ist hell, müsst ihr mir. Ja, ich kenne es weisen in dem Ekran. Wollen wir es weisen, ich meine es gedei. Ja, eine Sekunde. Ja. Das ist ein Saladin. Das ist der, nicht ein Saladin, das ist Saladin, ja, der Collier. Okay. Azamin Green, es ist Amin Green. Ja. Gut. Das habe ich nicht gekannt. Aber ja, wollen wir sich abstellen da? Ja, yeah, wir wollen sich abstellen da. Wir wollen weiter lernen. 191. A Dank, teure Zuguckers. A schönen Dank. Gucken und schreibt Kommentare, helft uns. Französische Wörter, ja. Die, ja. die französische Kenntnisse. Ihr merkt ablachen von unserer französischen Kenntnis. Mein, ich habe kein Schum-Kenntnis. ja. Ihr sollt uns helfen. Ja, und, ein Dank für gucken. Wir werden euch weitersehen. Nora Simches, ein gut Schabes. Ein gut Schabes, ein schönen Dank.